Ungeachtet des Kriegsgeschehens wird im Raum Donetsk im Osten der Ukraine weiterhin regelmäßig die Post ausgeliefert. Doch wer im Kriegsgebiet seine Post erhalten möchte, muss zu einer Sammelstelle kommen. Aus Sicherheitsgründen werden die Briefe nicht wie gewohnt in Privatbriefkästen vor Ort hinterlassen. Schnell muss es gehen. Sendungen aushändigen, die Rente ausbezahlen und andere Dienstleistungen. Schon rollt die Post wieder davon. Denn Gefahren könnten überall lauern. Die Anzahl der zerstörten Gebäude nimmt zu. Die Zahl der Menschen, die hier noch wohnen, dagegen ab. Es ist ein Wechselspiel zwischen mulmigen Gefühlen und dem Gebot der Pflichterfüllung für die Postangestellten und ihre Kundschaft.